Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Studio Osterhenne. Diesmal geht es wieder um die Schlepper. Wir melden uns mit dem Jörg aus Münster. Der wollte ja noch einiges machen wegen Glasfaserarbeiten hinten an seinem Heck. Ich glaube, das war auch der letzte Teil, der Teil 27 von den Schleppern. Ja, wie er das ganze Problem gelöst hat und mit diesen Glasfaserarbeiten und was er da gemacht hat, seht selbst. Auf geht's. Mats ab. Für Jörg aus Münster. Wir sehen uns am Ende des Films wieder. Los, Film! Lass doch keine ab! Komm her, hier! Ja, scheinbar wird das nichts mit Lasko. Der guckt nur ein wenig und naja, der dreht sich dann. Hallo Axel, hallo Schremper. Heute geht's weiter. Ich habe in der Zwischenzeit nichts getan. Wir hatten viel zu tun. Ich habe ein bisschen weiter geschliffen. Die Löcher sind noch größer geworden. Ich zeig's gleich mal. Ich gehe gleich mal mit der Kamera rein. Bin jetzt aber auch beim Holz an die Stellen gekommen, wo das Holz noch ordentlich ist. Das heißt, jetzt ist klar, was an Holz neu eingesetzt werden muss. Dann das Aufkleben der Alu-Außenhaut und unten in der Ecke, wo das Alu von innen durchgegammelt war, das werde ich mit Epoxy und Glasmatten von innen reparieren. Außen werde ich ein Klebeband drüber machen, damit mir das Epoxyharz nicht außen runterläuft. Also der Plan ist jetzt erstmal von innen versteifen, Epoxy drauf, Glasfasermatte drauf, wieder Epoxy drüber, dass die Glasfasermatte getränkt ist, warten, bis es durchgetrocknet ist. Dann wird die Glasfasermatte an den Stellen wieder leicht angeschliffen, wo sie hinterher mit dem Holz eine Verklebung bilden muss. Wenn dann das Alu auf das Holz draufgeklebt ist, dann kann ich von außen arbeiten und dann wird von innen die Isolierung auch wieder dran gemacht. Ich denke, zum März hin möchte ich, dass das Fahrzeug hier wieder raus ist aus der Halle und dass man damit wieder draußen fahren kann, ohne dass ich das Risiko eingehe, dass es mir von hinten wieder nass wird. Das ist der Plan. So, jetzt gehen wir mal gleich ins Wohnmobil rein und gibt einen kleinen Überblick. Das ist jetzt von der Seite hinten das Loch. Da kann man runter gucken. Das ist noch ein bisschen größer geworden. Hier vorne, hier habe ich jetzt nochmal die Übergänge gemacht, hier vorne den Übergang. Und hier vorne ist auch schon, sind die Anschlüsse schon fertig. Das hier unten wird später ganz zum Schluss gemacht. Hier kommt eine großflächige Glasfasermatte mit Epoxy drauf, was hinterher angeschliffen wird, damit es wieder eine Verklebung gibt. Hier geht es jetzt hoch. Hoch, 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 hoch. Das sind ungefähr 1,20 Meter, die ich noch wegmachen musste. Hier an der Seite auch noch. Das rote ist das Kabel. Das hier ist das Kabel von der Positionsleuchte oben. Gehe ich mal außen rum. Jetzt stehe ich hinterm Wohnmobil. Das kennen wir. Hier sind diese Löcher. Das wird von außen abgeklebt, bevor ich das Epoxy drauf mache. Bis hier oben hin geht der Leuchtenträger. Hier werde ich dann noch Glasfasermatte umklappen hoch. Das ist ja eh hinter der Schürze, das sieht man nicht hier unten. Dann habe ich das hier einigermaßen stabil, wenn es hinterher draufgeschraubt wird. Hier an der Seite, diese Seite sieht ein bisschen besser aus. Hier ist auch ein bisschen was kaputt, hier werde ich auch nochmal dran gehen. Und dieses ganze Zeug hier, das werde ich erst dann wegmachen, wenn diese Wand hier stabil verschraubt ist. Erst dann gehe ich hier mit Putzmittel dran, vorher nicht. Nicht, dass ich mir meine Verklebung, die noch gemacht werden müssen, durch Putzmittel behindere. Ja, das war ein kleines Update. Jetzt werde ich gleich mal die Epoxy-Sache machen. So, I'll be back. Hier habe ich jetzt die Löcher abgeklebt. Wenn ich jetzt das Licht wegnehme, dann sieht man von innen durch den Scheinwerfer die Löcher. Die sind mit dem Klebeband abgeklebt, welches beim Abziehen hinterher keine Klebereste hinterlässt. Das ist jetzt die Glasfasermatte, Glasfasertuch.
Das werde ich jetzt zuschneiden. Ich habe ausgemessen, was ich brauche. Ich brauche ca. 40 x 13 cm. Ich werde es jetzt größer zuschneiden. Hinterher werde ich das alles abschneiden. Glasfaser zur Seite gelegt. Jetzt kommt Epoxy. Das Kunstharz in der Hertha. Hertha E45. Jo. Kunstharz mit den Warndingern. Das Epoxy E45. Das ist auch, wird gemischt im Verhältnis 1:2 und es klebt. Das wird hier drin, mache ich mir meine Menge fertig. Eine leckere Eisdose, ganz hervorragend dafür geeignet. Kriegt man hinterher raus und das Schönste ist, im Zweifelsfall schmeißt man das hinterher einfach weg. Dann noch Pinsel zum Auftragen, vielleicht nehme ich auch gleich noch größere. Und zum Mischen in dieser Dose. Und ganz wichtig dazu, ich mische das immer mit einem Heißluftföhn, weil dann sich das Epoxy mit dem Hertha besser verbindet. Aber es verkürzt auch die Arbeitszeit. Das heißt, er bindet schneller ab. Was nicht schlimm ist, ich wollte ja eh schnell arbeiten. So, jetzt habe ich die Sachen zusammen. Hier ein ganz normaler Heißluftföhn. Zwei Stufen. Ich werde die Stufe 1 nehmen. Die Stufe 2 ist viel zu heftig. Hier oben gleich die Düse draufgesetzt. Hertha und Epoxidharz im Verhältnis 1:2 hier in das Schälchen reintun und dann vermischen. Es ist höchstwahrscheinlich viel zu viel, aber egal. Jetzt werde ich das mal kurz auftragen, da kann ich euch nicht mitnehmen. Ich kann euch deswegen nicht mitnehmen, weil meine Hände schon verklebt sind und ich die Kamera total versauen würde, wenn ich die jetzt anfasse. Ich kann gerade noch den Stoppknopf machen. Ich kann sie nicht mehr umpositionieren. Die Handschuhe sind aus. Ich kann die Kamera nehmen und kurz zeigen, was passiert ist. Das da unten ist das überstehende, ist die überstehende Glasfasermatte. Die werde ich hinterher wegschneiden. Jetzt gehe ich mal hier rein. So, und hier sieht man das. Man kann es gar nicht richtig gut erkennen. Es ist so dünn, dass Glasfaser, das Epoxy-Zeug. Man sieht es eigentlich nur an der Feuchtigkeit und es ist ungefähr noch ein Fünftel Epoxy über. Hinterher habe ich noch mit dem Heißluftföhn, bin ich hier noch einmal drüber gegangen, dann nochmal eintunken, bis die Glasfasermatte schön getränkt. Jo, das ist das jetzt erstmal an dieser Stelle. Das dauert jetzt bis morgen, bis das trocken ist und fest und klebfrei. Drücke ich gerade die Wände weg, damit die nicht mit dem Holz verkleben. So, wie man sieht, tropft es und tropft es und tropft es. Deswegen habe ich hier die Pappe dran gelegt, dass das hier alles schön auf die Pappe drauflaufen kann. Hier noch was sehr Lustiges. Das hier. Das ist das Dekalin oder Dekasil, was unter dieser Leiste war hier, was ich rausgepopelt habe. Ich denke, das ist 18 Jahre alt. Das ist schon erstaunlich. Das war jetzt einfach als Knuddel. So. Das war als Knubbel hier so drauf und das hat 3 Tage gebraucht, um dass das hier so runterläuft. Nur mal so, wie sehr interessant, wie lange dieses Material doch zäh bleibt. Zäh und klebrig. Ich denke, wenn wir mal sparsam wie wir sind, benutze ich jetzt nämlich noch das Angerührte. Erstmal eingepinselt. Das ist die Stelle, die so oder so verdeckt ist. Loch jetzt auch beidseitig zugemacht und versiegelt. Ich werde die ganze Kante hier noch anschleifen und dann gehe ich hier einfach mit Epoxy drüber. Ich habe genug davon.
Hallo Axel, hallo Schremper. Es sind jetzt 24 Stunden vergangen. Das Epoxy ist durchgetrocknet auf dem Wohnmobil. Ich zeige euch das gleich. Und weil ich so viel Epoxy über hatte noch, bin ich dann gleich an meine Tür gegangen, habe die Sperrholzplatte, die ich unten eingesetzt hatte, dann von außen auch mit Epoxy eingestrichen und den Übergang zwischen dem alten Holz der alten Verkleidung, die noch innen auf der Tür war, und der neuen habe ich die Lücke dann auch mit einer kleinen Glasfasermatte zugemacht, sodass dazwischen dann kein Windzug mehr nach außen oder kein Wind mehr durchtreten kann. Das Ganze verschwindet ja so oder so hinter einer großflächigen Verschalung oder hinter einem großflächigen Kunststoffaussatz, der noch von außen auf die Tür drauf genietet wird. Jo. So, das ist die Tür, die reparierte Stelle unten. Hier vorne habe ich auf die Verbindung habe ich hier eine Glasfasermatte drüber gelegt und dann Epoxy nach oben gezogen, so dass das dann mehr oder weniger dicht ist. Und hier habe ich die ganze Holzplatte mit Epoxy noch eingestrichen. Ich hatte halt noch so viel über. Warum soll ich es wegwerfen? Ich kann es auch hier drauf tun. Jetzt ist vom Epoxy ja, fast nichts mehr über. Das ist schon mal ordentlich aufgebraucht. Ein bisschen sparsam bin ich ja trotzdem. Ja, das war es jetzt. Update von heute. Jetzt wird gleich das Epoxy abgeschnitten. Ja, habe gerade abgeschnitten. Unten die Glasfasermatte mit dem Epoxy. Das ist so dünn, das ging mit einer stabilen Schere, konnte man das so wegschneiden alles. Hier an der Seite auch. Hier nach oben, das wird hinterher gemacht. Hier vorne sieht man das ganze Epoxy, was runtergelaufen ist. Ist jetzt nicht ganz so viel, es geht. Und das sind die abgeschnittenen Stücke hier. Das muss noch ein bisschen durchhärten alles. Aber jetzt geht's ans Innenleben ran. Ja, das war der Film von dem Jörg aus Münster. Wir hoffen, euch hat er gefallen. Und er kommt so langsam voran. Er wollte ja so gegen März, April fertig sein. Ich denke, das wird er auch schaffen. Der ist ja ganz zügig dabei. Ja, wir wünschen euch einen schönen Abend und hoffen, euch hat der Film gefallen. Und wenn es euch gefallen hat, gebt uns ruhig einen Daumen hoch oder abonniert uns. Und wir sagen bis dann. Ostern. Tschüssi. Studios in Lasko, jetzt komm ab. Sauber, diesmal funktioniert es.